Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, Donnerstag, ihr wisst Bescheid, Deutschrap ballert wieder los. Wir reagieren auf Ali 471 Cousin, heißt der Song. Produced ist das Ganze bei Kyrie, official Video. Wir gehen ganz kurz in die Infobox und dann starten wir direkt auch schon mit dem Song. Also, Ali 471 Cousin, jetzt das Debütalbum. Ihr wisst, sein Album kommt, das heißt Ali. Wann kommt es eigentlich raus? Bin mal gespannt. Habt ihr überhaupt Bock, dass wir auf das ganze Album reagieren? Wenn es da ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Produced ist das Ganze bei Kyrie, Mix ist von Young Mesh, macht die 808, Masters von King Size, Digga, kennt man auf jeden Fall alle. Das Video wurde produziert von Daniel Slotin, alles klar, kennt man auf jeden Fall auch. Digga, okay, Regie, Kamera, Schnitt, Daniel Slotin. So, Ali 471 Cousin, nächste Single. Letztes Single war sogar Domino und ich muss sagen, Digga, das war mal was anderes und es hat mir auch gefallen. Cousin, die Sorgen viel gesehen. Cousin, viele kommen und viele gehen. Cousin. Okay, Digga, mit 80 Mann in einem Studio. Junge, werden die jetzt so rumschreien, so hu oder so, keine Ahnung, Songs machen, das wäre geil. Weil, Digga, wenn ich diese Perspektive sehe, könnte ich mir vorstellen, dass man so mehrere Schreien hört. Wäre geil, wenn das kommt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Okay, bis jetzt, wir können noch nicht viel dazu sagen, aber ich bin sehr gespannt. Cousin, Hand in Hand mit Israel. Cousin, 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 die Sorgen haben viel gesehen. Cousin, viele kommen und viele gehen. Boah, Junge, dieser Beat ist auch ein Banger, ne? Die Drums, die knallen schon sehr, sehr gut rein. What the fuck, ist das eine Taube? Alter. Junge, was ist das? Warum? Cousin, Hand in Hand mit Israel. Cousin, Cousin. Je m'appelle Ali et toi. Banane ist mir egal. Bin da, wo ich... Je m'appelle Ali et toi. Banane ist mir egal. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Junge, das war's auch schon mit meinen Französischkenntnissen in der 7. Klasse, Digga. Okay, aber ich glaube, von denen kommt kein Rumschreien. Ich fände es wäre geil gewesen. Stell dir vor, die hätten so als Adlib dieses genommen, ne? Zusammen alle. Das wäre geil gewesen. Bin aus eigener Kraft die Fehler mit Namen bezahlt. Es wird nur noch super getankt voll. Meine Platten sind bald voll. Alles nach Plan, dank Gott. Deine Rapper gehen bank. Alles exklusiv. Okay, also ich muss sagen, jetzt haben wir einen Flowwechsel da. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Der Part war nice. Also der Part war gut. Nichts, was ich jetzt auszusetzen habe. Ich bin auf den Wechsel gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Und die Hook muss ich nochmal hören, um richtig was sagen zu können. Exklusiv. Lenke den SUV. Brauche kein Wechselgeld. Million Major Deal. Machen mein Banker voller. Halla Dollar. Triffst du schon wie Maradona. Okay, was ich an dieser Stelle gut fand, dass da so ein paar Worte waren, die er ein bisschen schneller gerappt hat, ne? Digga, ich kann jetzt nicht diese hohe Stimme machen, aber ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht, ja? Digga. Okay. Ich glaube, das war das jetzt die Pre-Hook? Ich glaube, es war die Pre-Hook und jetzt kommt die Hook. Alla Charlie Sheen, Marlon Brando, oder sag mir sonst wer? Wer will stressen, wer will testen, alle Mann kommt her. Zu viel Batzen in den Taschen, aber ich will noch mehr. Dir noch sagt er, obwohl ich Hand gebe, bist du kannst. Okay, jetzt kommt die Hook nochmal rein. Also ich sag mal so, war ein stabiler Part. Ich bin nochmal jetzt auf die Hook gespannt. Ich will die noch einmal hören. Beim ersten Mal ist immer schwer direkt zu sagen, wie man die findet. Ich kann es beim ersten Mal wirklich nicht sagen. Weil manchmal kennt ihr so Hooks, die ihr immer, je öfter ihr die hört, desto mehr ihr die dann so fühlt. Hand gebe, bist du kannst. Die Sorgen haben viel gesehen. Cousin, viele kommen und viele gehen. Cousin, Hand in Hand mit Israel. Cousin, Cousin. Okay, jetzt muss ich direkt was sagen. Was ich überhaupt nicht gefühlt hätte, überhaupt nicht, wenn er nur Cousin gesagt hätte. Cousin, Cousin, Cousin. Dann hätte ich das nicht gefühlt. Aber was ich geil finde hier, diesen Aufbau, den hört man natürlich in manchen Hooks, ne? Cousin. Eine Line, dann wieder dieses Cousin und dann noch eine Line dazwischen. Diese Line dazwischen findet rettet immer und dieses Cousin hat dann dadurch Ohrwurmpotenzial.
Aber nur Cousin wäre für mich zu langweilig gewesen. Aber ich finde, das ist hier gut gemacht. Duisburg, Hamburg, Killing Zone, 10k Gage Minimum. Lass die Lupe Tongs, erstes Album kommt, bin zu müde, es mir im Lohn. Hamburg, Nightmark bis Halfmannstraße, jede Ecke ne Hanfplantage. Treff mich in Limon oder in Barcelona. Oh, sorry Leute, ich gerade zwischen den Zeilen pausiert habe. Ich muss leider, ne? Ihr wisst Leute, Reaction-YouTuber ist auch anstrengendes Leben. Immer so Pause drücken, ist auch nicht einfach. Aber, Digga, den Einstieg von Part 2 habe ich gerade mehr gefühlt als den Einstieg von Part 1. Hamburg, the Killing Zone. Da. Schöner Flow auch. So ein bisschen auf abgehackten Style, ne? Wisst ihr, fühle ich sehr diesen Flow. Treff mich in Limon oder in Barcel auf ne Pfeife jeden Samstagabend. Das Parach schmeckt, langsam brauch ich einen Assistent. Option Duty Free, weil ich rauche nur Parlament. Boah, Junge, der Flow, die Stelle ist gerade sehr geil. Das Parach schmeckt, da. Sehr schöner Flow gerade und sehr, sehr schöne Stimmwechsel hier gerade gehabt. Muss ich sagen, die Stelle hat mich gerade gut gepackt. Bunsenbrenner am Start. Steig in den Phantom ein, Jacke Dior, kein Bellenstein. Lebe das Jet-Set-Life, wenn ich sterbe, dann sterbe ich reich. Ganja in Pape, rolle den J, auf Nanate, frisch aus Marokko. Junge, was hat der für wilde Wechsel in diesen Song gemacht? Digga, dieser zweite Part, ne, dieser zweite Part ist einfach ganz anders. Steig in den Phantom ein, einmal gehört und im Kopf gespeichert. Mit der Gang, fahre im Benz, viel Cash auf Konto. Ein Ice Tea Peach und ein Kyrie Beat, wie ein Sechser im Lotto. Wer will Beat, Balazil und Cheese, Plata auf Plomo. Okay, sind wir jetzt wieder in der Hook. Ich fand vom Song die Hook, je öfter ich mir die jetzt anhöre, desto mehr fühle ich die. Ich finde, das ist so eine Hook für mich. Und ich fand, guck mal, Part 1, sag ich mal so, war normal bis gut. Aber Part 2 fand ich war Baba. Viele kommen, viele gehen. Hand in Hand mit Kusak. Ja, das ist für mich wirklich so eine Hook. Noch, wenn ich die jetzt noch zweimal, dreimal höre, Digga, dann singe ich komplett alles mit. Rapp ich alles mit. Also fazittechnisch, abgeliefert. Kyrie hat ein... Was hat der für ein Beat auf die Beine gestellt? Digga, ist ein heftiger, heftiger Beat geworden auch. Ehrlich. Ja, Fazit, stark. Junge, er liefert wirklich mit Singles ab. Ich bin sehr auf das Album gespannt. Natürlich, Leute, hier, Support ist kein Mod. Das Album seht ihr. Wir sehen hier den Boxinhalt, die Ali-Tasche. Und dann noch sowas, Digga. Was ist das für eine Box? Digga, was ist das für eine wilde Box? Was sind das für Boxinhalte? Das war's, Leute, mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, würde mich unnormal freuen. Macht's gut, haut rein und ciao.